Herzlich willkommen zur dritten Episode von Blinks Blums. Mein Name ist Jürgen und heute geht es um wichtige Aspekte wie Bodenhaftung, Flugsimulation und Sicherheitsvorkehrungen in den eigenen vier Wänden. Sicherheit ist wirklich wichtig. Vor einigen Monaten wollte ich beispielsweise einen frischen Kohlkopf aus meinem Kohl klauen. Seitdem sitze ich hier unten und ich bin mir über diese Situation sehr sicher. Zwischenzeitlich kamen zwei Gäste und wir unterhielten uns über Brote. Abends teile ich mir mit einem Adler kleine Stücke Leber von einem griechischen Halbgott. Und nun viel Spaß! Es folgt die Rubrik Die wissenschaftliche Grunduntersuchung. Dieses Mal mit dem Thema Die wissenschaftliche Grunduntersuchung der Vor- und Nachzüglichkeiten von Menschenfuß und Vogelfädrich. Und wie uns das Ganze motivieren kann. Der Vorteil der Füße. Ein starker Fuß im Gestrüpp, eine passgenaue Schuhsohle und eine formschöne Hornhaut sind nur ein Bruchteil vieler toller Vorteile, die es dem Menschen ermöglichen, über sich und seinen Nicht-Artgenossen zu wachsen. Außerdem lassen sich mit Füßen gut kleinere Feuerstellen austreten. Der Vorteil der Flügel. Die Fliegbarkeit ist wohl der größte, aber auch naheliegendste Vorteil. Beim Anheben verursachen sie leichte Reibung mit dem Federkleid, was tolle Energieerzeugungsmöglichkeiten bietet. Mit ihnen starten sie hoch hinaus als ein handelsüblicher Vogel. Passen Sie auf, dass es keine Porzellanflügel sind. Sonstige Anmerkungen. Vorteile können Kauf-, Lebens-, Ess- oder auch Fahrverhalten beeinflussen. Für Letzteres habe ich ein gutes Beispiel parat. Nehmen wir an, ein Verhalten besteht daraus, dass Sie in einem Auto schnell von A nach B fahren können. Ein Vorteil wäre dann die Zeitersparnis. Der Nachteil der Füße. Ein Fehltritt und sie landen in einem Hundehaufen. Mit Flügeln wäre ihnen das nicht passiert. Ständig müssen sie aufpassen, wo sie hintreten. Und auch sie könnten getreten werden, beispielsweise von ihrem Nachbarn, der sich andauernd von hinten anschleicht. Der Nachteil der Flügel. Nicht umsonst gibt es den tollen Leitsatz, der besagt, dass Höhenflug gern auch mal in die Hose gehen kann. Außerdem kitzeln die blöden Federn manchmal so stark, dass es ihnen leid tut. Mir tut es ganz bestimmt nicht leid. Aber die Wahl hat man ja meistens nicht. Sonstige Anmerkungen. Ein alter Wanderer habe behauptet, Regen sei ein Nachteil der Götter und ich will lieber Sonne. Durch die Erkältung nahm er Arznei, von der er dann stark brechen musste. Die Motivationsfähigkeit der Füße. Joggen ist gut für Ihr Wohlbefinden. Drücken Sie leicht mit Ihren Füßen auf den Boden wie eine Feder. Ich empfehle zusätzlich Sportschuhe. Die Motivationsfähigkeit der Flügel. Im Flugzeug zu fliegen ist fantastisch, aber nicht mehr so modern wegen der schlimmen Umweltbelastung. Ein leichter Windstoß und das Federvieh schafft es ganz allein. Motivation pur. Sonstige Anmerkungen. Ein echter Anreiz führt zu tollen Ergebnissen.
Nutzen Sie Ihre Motivation und beflügeln Sie füßig Ihre Erwartungen. Heutzutage ist es besonders wichtig, auf seine eigene Sicherheit Acht zu geben. Sicherheit begegnet uns eigentlich fast überall. Im Auto, auf der Straße, in den eigenen Gemäuern oder in einem Kellergewölbe. Jedoch birgen diese Orte auch Gefahr, weshalb einige Sicherheitsvorkehrungen durchaus notwendig sein können. Meine ganz persönliche Empfehlung zu diesem Thema ist: Handeln Sie immer nach Sicherheitsstufe A. Denn Kontrolle bedeutet Sicherheit. Und Sicherheit ist Trumpf. Installieren Sie zum Beispiel eine Kamera. Denn Überwachung ist der neueste Schrei. Aber Vorsicht! Fassen Sie sich an die Stirn und Sie werden überwacht. Es ist mittlerweile noch einfacher, Personen auszuspähen, als sich selbst die Schuhe zuzubinden. Unsere Datenerfassung hat ergeben, dass ungefähr jeder Mensch gerade jetzt und hier im Moment überwacht wird. Das heißt im Klaren, Kameras wissen alles über Sie. Sie wissen um Ihre Schwächen. Sie kennen Ihre geheimsten Vorlieben, könnten ohne großen Aufwand einen Algorithmus in Ihrem Gästeklo einrichten, der die Spülung automatisch auslöst und Sie sind dabei immer zu 100% mit im Raum. Maschinen wie Roboter wissen ständig um ihr Befinden. Hochsensible Linsen sorgen für den perfekten Durchblick. Karl meint, sie könnten das menschliche Auge ohne weiteres sofort ersetzen. Wichtig hierbei ist aber nicht nur die Sehkraft, sondern natürlich auch die Verarbeitung im Gehirn und die Verbindung der Sinne mit dem Geist. Gott selbst besitzt eines der faszinierendsten Überwachungsmaschinerien. Mit ihm lassen sich in Echtzeit gute von schlechten Menschen optisch trennen und durch Psychokinese in das Fegefeuer weiterleiten. Kennen Sie das auch? Sie beißen sich beim Kauen auf die Zunge. Ein Vorbote des Teufels? The best of 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 the
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Es folgt ein Hinweis in eigener Sache. Schöpfe die Kraft aus dir drinnen und du wirst staunen, was möglich ist. Euer Jürgen.